Liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich berichten über das Thema Fatih als Berufssoldat 1936 bis 1947 bei den Fallschirmjägern Spurensuche. Mein Vater war, wenn man die Kriegsgefangenschaft einrechnet, 11 Jahre beim Militär. Mein Vater wurde 1915 in einem kleinen Bauerndorf in Niedersachsen geboren und ist 1936 freiwillig zur Luftwaffe gegangen und war also dann Berufssoldat. Mein Vater, der hat die Unteroffiziersausbildung in einer Kaserne in Delmenhorst gemacht und war dann später auf dem Fliegerhorst Ahlhorner Heide bei Delmenhorst. Man muss sich das so vorstellen, dass die Flugplätze, das waren damals Rasenflächen, das war nicht so Betonflächen wie heute, sondern Rasenflächen, weil es ja Propellerflugzeug waren, Doppeldecker, die langsam geflogen sind und langsam gestartet sind und gelandet sind. Und die Bebauung auf so einem Flugplatz, das waren alles Holzbaracken, ne? Ja, mein Vater, der hätte in seinem Dorf keine Zukunftschancen gehabt. Da gab es so gut wie keine Arbeit und er hätte nur als Knecht zum Bauern gehen können. Deswegen ist er halt zur Militär gegangen. Außerdem hatte er Fernweh und wollte aus der Enge seines Daseins entfliehen. Ne? Das kam noch hinzu. Mein Vater kam dann auch schon als Soldat vor Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Berlin. Er wurde nach Berlin abkommandiert, wo er beim Wachbataillon war. Und mein Vater hat dort später meine Mutter kennengelernt, die Berlinerin ist. Mein Vater, der hat beim Militär soweit eine gute Zeit verbracht, weil die Baracken, die waren alle geheizt mit einem Kanonenofen, ne? Und so war es halt warm. Außerdem hat er genug zu essen gehabt und brauchte keine Notleiden, ne? Im Vergleich zu seinem Bauerndorf, wo er gewohnt hat, ne? Wo die Zimmer nicht beheizt wurden und wo es halt sehr kalt war, ne? Außerdem war mein Vater asthmakrank und hatte dann bei dieser feuchten Nebelluft immer Asthmaanfälle, das hatte er beim Militär nicht, weil er so gut geheizt war. Ne? Ja, und dann kam mein Vater zu den Fliegerhorsten nach Wismar und nach Schwerin. Ne? Und da war er als Feldwebel tätig, und zwar war Ausbilder. Er hat die Rekruten da ausgebildet als Feldwebel in Wismar und Schwerin. Da habe ich halt auch Fotos gefunden aus seinem Fotoalbum, was ich in seinem Nachlass nach seinem Tod gefunden habe. Ne? Ich habe das so gemacht, dass ich nach seinem Tod genau den Nachlass untersucht habe und recherchiert habe über seine Vergangenheit beim Militär
und auch die Archive angeschrieben habe, ne? Und so kann ich mir ein genaues Bild machen, was er beim Militär gemacht hat, ne? Mein Vater war auch halt auf Rügen, war auch öfters. Und da er bei den Fallschirmjägern war, nicht musste er ja von den Flugzeugen mit dem Fallschirm abspringen. Ne? Aber mein Vater, der war halt Sportsmann, der war durchtrainiert und so weiter. Ne? Und das hat ihm alles nichts ausgemacht. Ne? Ja, und in Wismar und Schwerin, da war halt längere Zeit. Und dann wurde er später abkommandiert an die Westfront, ne, nach Frankreich. Und da war er dann bei der 6. Fallschirmjägerdivision, ne. Und da hatte er mittlerweile den Dienstgrad Oberfeldwebel, ne. Ja, aber diese Fallschirmjägerdivision, wie ich recherchiert habe, die war nur einige Monate im Einsatz, weil sie dann gefangen genommen wurden von den Alliierten, ne. Und so kam mein Vater dann in alliierte Kriegsgefangenschaft. Und also da hat er auch öfters von erzählt, von der Kriegsgefangenschaft, ne? Weil er hat sich dann freiwillig nach Amerika gemeldet, ne? Also die Gefangenen, die konnten dann aussuchen, ob sie nach England wollten oder nach Amerika. Und mein Vater, der hatte Abenteuerlust und hat sich für Amerika gemeldet, ne? Und dann sind sie halt mit großen, also mit großen Dampfern, mit Frachtern, wurden dann die Kriegsgefangenen nach Amerika verschifft. Ne? Und da war mein Vater in Wyoming und in Colorado in den Kriegsgefangenenlagern. Ne? Also mein Vater wurde gut behandelt von den Bewachungssoldaten, ne? Von den Wachsoldaten im Camp, wurde gut behandelt, ne? Wie er erzählt hat. Also er hatte genug zu essen und es gab keine Schikane. Und die Kriegsgefangenen, die haben dann nicht beim Bauern, beim Farmer gearbeitet, ne, auf dem Feld, ne. Naja, und auch von den Aufenthalten in den Kriegsgefangenenlagern, da habe ich ebenfalls recherchiert und Informationen erhalten, ne. Also der eine Farmer, bei dem er gearbeitet hat, der hat der Familie meines Vaters, als er dann wieder zurück war, aus Kriegsgefangenschaft sogar mal ein Care-Paket geschickt, ne, mit Bekleidung und Lebensmitteln. Ne. Und also mein Vater hat halt das Glück gehabt, dass er ohne Blessuren den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Ne. Er war halt keinen Schikanen ausgesetzt. Und musste neben dem normalen Kriegsstress, den zweifelsfrei gegeben hat und so weiter, ne, musste er praktisch nicht, also nicht irgendwie besonders leiden. Ne? Also er hat es halt das Beste aus seiner Situation machen können, ne? Und ist dann auch unversehrt aus der Kriegsgefangenschaft im August 1947 wieder heimgekehrt, ne?
Er wurde dann in sein Heimatdorf entlassen im August 1947. Und ich habe alle diese Dinge, die habe ich halt zusammengetragen und ich habe darüber Texte verfasst und Teile davon habe ich veröffentlicht, auch als Videos auf YouTube. Und ich habe eine Homepage www.ahnenkruse.de sowie diesen YouTube-Kanal Manfred Kruse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.